Ahoi meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal The Blue Siren. Ich bin Babsi und heute möchte ich euch die Manga-Reihe Personal Paradise von Melanie Schober vorstellen. Und außerdem habe ich ein kleines Gewinnspiel für euch, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt. Melanie Schober ist eine österreichische Zeichnerin und ihr Manga Personal Paradise wurde bei Carlsen verlegt. Die Erscheinung des ersten Bandes ist tatsächlich schon eine Weile her. Ich habe hier die Neuauflage. Ursprünglich waren die Mangas nämlich mal so schwarz. Und vor kurzem ist jetzt der zweite Teil von Brave Brother erschienen. Das ist ein Prequel zu der Personal Paradise-Reihe. Und die Reihe ist an sich noch nicht abgeschlossen. Es gibt immer einige Charaktere, bei denen man sich fragt, was ist eigentlich aus denen geworden, was ist damit passiert? Und jeder Band hat praktisch andere Charaktere im Fokus. Aber wir spielen die Geschichte spielt in einem Universum und zwar in einer Stadt in der nahen Zukunft. Diese Stadt ist unter einer Kuppel und ist aufgeteilt in vier Stadtteile, die Westside, die Northside, die Southside und die Eastside, die von jugendlichen Gangliedern regiert werden, weil die Erwachsenen in Personal Paradise irgendwie nichts können und ach, keine Ahnung. Jedenfalls ist das Ganze ziemlich dystopisch, denn je nach Gang und je nach Side ist da eine riesige Arm- und Reichschere und es gibt viele unzufriedene Jugendliche, die deswegen kriminell werden, mit Drogen dealen oder Gewaltverbrechen ausüben. Und zusätzlich zu diesem Ganzen gibt es die NHIs. Das sind Menschen mit besonderen Fähigkeiten und diese NHIs bewegen sich größtenteils unentdeckt unter den Menschen, aber es gibt eben auch Bewegungen von diesen NHIs, die eben ja mehr Anerkennung wollen, mehr Macht, weil sie durch ihre Kräfte eben ja einen Vorteil gegenüber anderen Menschen haben. Zum Beispiel gibt es einen, der extrem empfindliche Nerven hat, extrem scharfe Sinne, der sehr gut hören kann. Dann gibt es jemanden, der das Blut trinken kann und dessen Gefühle sich ändern. Und diese ganzen Geschichten spielen in dem Universum. Und die ersten drei Bände sind tatsächlich sehr romantisch angehaucht. Das heißt, wir haben immer eine Liebesgeschichte. Aber mit Killer Kid 1 und 2 und Brave Brother, den letzten beiden aktuellen Bänden, haben wir tatsächlich auch viel mehr als nur eine Liebesgeschichte. Und auch in den ersten Bänden ist schon mehr Potenzial. Das heißt, auch wenn ihr per se nicht so gerne romantische Mangas lesen möchtet, dann kann ich euch die Reihe auf jeden Fall ans Herz legen, weil diese Liebesgeschichten nicht im Vordergrund stehen und es viel mehr um diese persönlichen und gesellschaftlichen Probleme geht, die diese Bücher mit sich bringen. Zum Beispiel ist die Protagonistin in Band 3, Assassin Angel, noch sehr von ihrem strengen katholischen Vater beeinflusst und sehr, auf Sünden und Nichtsünden bedacht und das ist alles sehr spannend und es ist definitiv eine Reihe, die ich nicht unbedingt an super junge Leser empfehlen würde, aber die man als Jugendlicher als auch als Erwachsener sehr gut lesen kann. Melanie Schober stammt aus Österreich, das heißt, sie kommt auch öfter mal auf deutsche Buchmessen, auf deutsche Comic-Cons und ich habe es mir nicht nehmen lassen, mir die Mangas signieren zu lassen. Guckt mal, hier habe ich einen kleinen Andy bekommen, der ist, ja, ein Charakter, der nicht unbedingt einwandfrei ist und ich mag ihn. Eigentlich mag ich fast alle Charaktere. Also das ist wirklich was, was ich auch positiv über die Reihe erwähnen muss. Die haben einfach so viele liebenswerte und süße Charaktere und auch die Zeichnungen finde ich super toll. Und gerade wenn man jetzt sieht in den Neuauflagen, wie sich das Design verändert hat, wie sich der Zeichenstil entwickelt hat. Und ja, ihr könnt der lieben Melanie Schober auf jeden Fall auf Twitter, Instagram und auch auf Patreon folgen. Und ich darf euch vielleicht verraten, dass da was in den Startlöchern steht, was erstmal nicht bei Carlsen erscheint, sondern online. Und ja, Melanie teasert da auch immer schon auf Instagram und ich würde mich freuen, wenn ihr ihr liebe Grüße von mir da lasst. Ja, um diese Reihe zu zelebrieren, möchte ich natürlich auch ein bisschen was verlosen. Und zwar möchte ich den zweiten Band von Personal Paradise Brave Brother an euch verlosen. Und zusätzlich gibt es noch obendrauf einen von diesen süßen Charms, die süßen Anhänger mit den Charakteren von Personal Paradise. Welchen ich euch reintue, verrate ich noch nicht. Hier könnt ihr die sehen. Die könnt ihr, falls ihr die unbedingt haben wollt und den Manga schon habt, natürlich auch bei der lieben Melanie bestellen. Fokussierst du bitte? Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, dem Video einen Like dazulassen und mir in die Kommentare zu schreiben, welcher euer Lieblingscharakter aus Personal Paradise ist oder auf welchen Charakter ihr besonders neugierig seid.
Die Teilnahmebedingungen zu dem Gewinnspiel und alle weiteren Infos, was ihr tun müsst, um zu gewinnen, falls ihr das jetzt vergessen habt in diesen paar Sekunden, findet ihr auch nochmal unten in der Infobox. Teilnahmeschluss ist der 1. September um 23.59 Uhr. Und ich würde mich freuen natürlich, wenn ihr das Gewinnspiel teilt und fleißig weitererzählt, dass ihr das bei mir gewinnen könnt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet. Bis dahin, ciao! Tja, der fokussiert nicht. Ja, er fokussiert nicht. Ich bewege mich ja schon. Nein, ist okay.